Es ist ein ungewöhnliches Klangerlebnis. Unter dem Namen Turok können Musikinteressierte vor der Felsenkirche Zraro ein spezielles Konzert hören. Alles, was dafür braucht, ist ein Kopfhörer. Ein nicht alltägliches Bild von Konzertbesuchern. Ohne den richtigen Sound auf den Ohren anmietet die ganze Situation vor der Felsenkirche Zraro irgendwie seltsam an. Mit Kirchenglocken und einer Rockband, die so tönt wie schlecht abgemischt. Mit Kopfhörern ans Konzert tönt zwar irgendwie komisch, lässt sich aber sehr gut an. Es ist ein Zusammenspiel. Vorne dran eine Rockband. Oben noch drauf, Glockenspieler von Schlagfertig. Und innen noch in der Kirche eine Orgelspielerin. Die Idee zu dem sogenannten Silent Concert, ein stilles Konzert, hat der Musiker Beat Jocki gehabt. Er sieht an diesem Tonkonzept einen Haufen Vorteile. Nicht nur für die Musikschaffenden, sondern auch für das Publikum. Ein Silent Concert, weil wir hier ein Open-Air-Konzert haben. Und das ist immer ein Problem wegen dem Wind oder wegen dem Wetter mit der Tonanlage. Und mit diesem System haben wir das einfach ausgeschlossen. Das heisst, jeder hat den idealen Sound, gleich wenn er hockt, er hört das gleiche wie der Tonmeister. Hier in der Sakristie, fern vom Publikum und den Musikern, ist die Schaltstelle der Vorstellung. Hier werden all die verschiedenen Komponenten dirigiert. Über das Mikrofon gibt es Anweisungen von Beat Jocki, der euch die Musik und die Textkompositionen im Vornherein zusammengestellt hat. Neben ihm der Rico Steiner. Er sorgt dafür, dass die Musiker einander gut kehren. Vor allem aber ist er für den Gesamtsound zuständig. Er mischt quasi ein Live-Konzert unter Studiobedingungen. Also es ist insofern schwieriger, weil es halt extrem ehrlich ist. Man hört genau das, was euch passiert. Und das verzieht einen halt viel, viel weniger, als wenn man irgendwo einen Raum beschallen muss. Für alle Beteiligten und das Publikum war Silent Concert eine ganz neue Erfahrung. Ein ungewohntes Klangerlebnis, das gut ankam. Das Konzert hat mir irrsinnig gut gefallen. Es war wirklich fantastisch. Sehr, sehr abwechslungsreich, so von der Melodie her. Natürlich musste man den Glocken Platz lassen, hinten an der Orgel Platz lassen. Aber es war sehr spannend. Aber ehrlich gesagt, wenn man Kopfhörer bewegen, dann hat man wahrscheinlich zu grosse Ohren. Also es war sehr, sehr gut. Man kann ja die Lautstärke einstellen, wenn es einem hat gepasst. Man ist einfach wirklich voll in den Sound reinkommen und ist mitgegangen. The Rock. Ein Zwiegespräch zwischen Glocke, Orgel und Rock. Wer es mit eigenen Ohren hören will, an diesem Donnerstag und Freitagabend gibt es nochmals die Möglichkeit dazu.